Studio Wermelskirchen, hallo, die Annika ist heute bei uns. Wo kommst du her, Annika? Aus Duisburg. Duisburg, ja cool. Was bekommst du heute? Das Snack auf Wiesing. Freust du dich? Ja. Aufgeregt? Es geht. Es geht, okay. Nicolo steht in den Startlöchern. Genau, ich stehe jetzt schon so startklar, ich steche das Snack ein und dann können wir auch schon starten. Wollte gerade sagen, Nicolo steht startklar. Auch nicht schlecht. So, also, genau. Einmal Zunge easy locker raus. Wir fixieren jetzt erstmal die beiden Punkte. Sobald die Punkte perfekt fixiert sind, können wir dann auch sofort starten. Und ich brauchte dir ja gar nichts sagen, wir machen einfach, ne? Mhm. Super. Zunge, wie gesagt, schön locker lassen. Und dann hast du es auch ganz schnell geschafft. Und die Snack sind gestorben. Ich löse dich. Cool. Wow, da warst du aber tapfer, hör mal. War schlimm? Okay. Wie geht's deinem Kreislauf? Ja. Super. Okay, dann machen wir den Puff drauf. Sie hat sich goldene Titankugeln ausgesucht, weil sie. Sarah. Ja, halt mich. Jetzt kommt die kleine Sarah-Attacke, du jetzt runter. Darfst du einmal schnucken. Perfekt. Hast auch jetzt eine kleine Zickerzunge, das ist die Aufregung. Dann machen wir den Schmuck drauf, der Schmuck ist drauf, wir setzen den Schmuck ein. Der Schmuck ist drin und da sind deine Snake rein. Dann farbe ich erstmal ein, schluck erstmal nochmal. Ja, okay, Annika hat aber jetzt auch alles in Gelbgold, das hätte ja auch in Silber jetzt doof ausgesehen. Sieht ne? Auch viel schöner Deshalb, aus. Das muss ja dann auch gut aussehen. Genau. Sehe ich aber genauso. So. Deinem Kreislauf geht's gut. Mhm. Perfekt. Dann kürzen wir. Wow, das sieht aber jetzt auch schon richtig cool mit dem Septum, mit den goldenen Kugeln. Sehr schön. Danke. Sehr cool. Dann schneiden wir uns das Gewinde. Einmal zu mir locker lassen. Bei dir da hinten ist auch alles gut? Ja, okay. Ja, sie kann nicht so gut zugucken. Ach, echt nicht? Deshalb sitzt du so weit weg. Okay. Genau. Und du sagst auch nichts. Deshalb habe ich mal eben gefragt, weil das wäre ja nicht das erste Mal, wenn dann hinten im Backstage-Bereich einer umkippt. Alles schon erlebt, ja. Dann schneiden wir uns das Gewinde zurecht und dann hast du es geschafft. Hast du keine Piercings? Doch, Tunnel hast doch, du. Sie hat so, schon doch. Piercings. Ach so, aber du kannst nicht zugucken. Ja. Bei dir selber ist okay? Okay. So ist jeder Mensch sehr schön. Anders. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, sieht richtig gut aus. Ja, also das ist wirklich, ne? Schön. Aber ihr steht auch das. Oh, jetzt habe ich dich gar nicht. Das Gelbgold finde ich sehr schön auch bei dir. Mit der Haarfarbe. Ja, ich so, Gewinde ist gemacht, glaube ich nochmal. Und dann schrauben wir die Kugel drauf. Wenn, wie gesagt, nach 3 Wochen alles super ist, melden und dann kürzen wir es. Ne? So. Bei dir ist es ein bisschen mehr Speicherproduktion. Wir sind sofort fertig. Ich schraube noch die Kugel drauf. Die Kugel ist drauf, dann ziehen wir es noch ein stramm. Fahre ich nochmal erstmal an. Jetzt ist der Wurm drin, okay. Nochmal raus. Das ist nämlich, wenn das macht er mit Absicht bestimmt. Genau. Ja. Das ist, wenn die Speichelproduktion so angeregt wird, dann hat man sogar Schwierigkeiten, die Kugel festzuschrauben. So. Ich meine, die sind ja auch mini, die Kugeln. Jetzt hat sie gepackt. Dann ziehen wir sie noch eben schnell fest. Ich beeile mich. Ziehen wir nochmal eben raus. Okay. Okay, dann bringe ich es in die richtige Position und dann fahre erstmal an. Wie geht's gut? Alles gut. Na cool, dann einmal rausschrecken, dann können wir es einmal zeigen. Einmal zeigen. Dann wird die Snake Eye in der Überlänge. Nachher liegen die Kugeln beide auf der Seite schön auf und dann hat man es perfekt. Sehr cool, danke Annika. Das ist